zu unserer Session, unserer Hochschule der Zukunft, Projektseminar Studiengang Entwicklung. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind und darf Ihnen unsere heutige Speakerinnen vorstellen. Dann sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen an der Hochschule für Musik Detmold im Bereich Studiengangsentwicklung, Dr. Caroline Schmidt-Weidmann und Sonne Heisenberg. Bevor ich das Wort an Sie übergebe, wollte ich Sie darauf hinweisen, falls Sie Fragen haben, nutzen Sie bitte das Q&A-Tool. Rechts in den rechten Navigationsleiste oder gerne den Chat. Genau, und hiermit übergebe ich dann an unsere Speakerinnen. Ja, herzlich willkommen auch von unserer Seite. Wir freuen uns sehr, unser neues Seminarkonzept Ihnen heute vorstellen zu dürfen, das wir im letzten Sommersemester ins Leben gerufen haben und schon einen Durchgang durchführen durften an der Hochschule für Musik. Wir, das sind Sonja Heisenberg und ich, wurde ja auch schon vorgestellt, Caroline Schmidt-Weidmann, als wissenschaftliche Mitarbeiterin für den Bereich Studiengangsentwicklung. Das ist ein relativ junger Bereich an der Hochschule, den gibt es erst seit gut einem Jahr. Er wurde ganz neu ins Leben gerufen mit der Einrichtung von 2 Teilzeitstellen, die wir ausfüllen. Und es ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass wir gar keine Lehrverpflichtungen oder gar nicht vorgesehen sind für die Lehre und doch jetzt ein Seminar in der Lehre abhalten durften. Und das hat einen speziellen Hintergrund, den ich mal kurz erläutern werde, wie es dazu eigentlich kam von der Idee her. Und zwar wurden wir ursprünglich eingestellt mit dem Ziel, eine groß angelegte Studiengangsreform zu initiieren an der Hochschule und eben auch durchzuführen und den ganzen Prozess zu begleiten. Und diese Reform, die ist natürlich mehrdimensional aufgebaut. Also es ist eine Mischung aus Top-Down- und Bottom-Up-Tendenzen. Und in diesem ganzen energetischen Feld bewegen wir uns und begleiten eben diesen Prozess der Studiengangsreform bzw. Studiengangsentwicklung, die natürlich noch über Reformen hinausgeht, weil man damit nie zu einem Ende kommt. Wir sind in verschiedenen Bereichen tätig, die haben wir mal aufgelistet, ohne dass ich jetzt hier im Detail auf jedes einzelne eingehen möchte. Haben Sie schon mal einen groben Überblick, was wir so alles im Prinzip tagtäglich womit wir uns beschäftigen, worum wir uns kümmern und so weiter. Und ganz zentral sind dabei die Gespräche mit den Fachgruppen. Es ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass wir in allen Tätigkeitsbereichen immer darum bemüht sind, Studierendenpartizipation möglichst hoch zu gestalten. Und das gelingt in vielen Fällen auch gut, aber auch nicht immer so in dem Ausmaß, wie wir uns das wünschen. Ein Beispiel wären zum Beispiel die Gespräche mit den Fachgruppen, die hier zentral in der Mitte stehen. Und die sind so aufgebaut, also man hat sich das vorzustellen, dass man zum Beispiel die Pianisten versammelt oder die Musikpädagoginnen oder die SängerInnen. Und das ist so aufgebaut, dass es normalerweise die Studiengangsleitungen gibt. 2 Personen, 2 Lehrende, 2 Studierende und wir als Team Studiengangsentwicklung und man eben darüber spricht, wie man die Studiengänge weiterentwickelt, neue Ideen austauscht und so weiter und so fort. Und da bilden die Studierenden eben nur ein Viertel. Das war uns irgendwie zu wenig und wir haben auch gemerkt, diese Gruppen, die tagen jetzt auch nicht allzu oft, das ist so 2 bis 3 Mal im Semester in einem Fachbereich. Und wir wollten einfach ein Format finden, wo wir noch viel intensiver, viel ausgiebiger auch zeitlich in der Breite wie auch in der Tiefe mit Studierenden ins Gespräch kommen können. Und zwar vor dem Hintergrund der Prämisse, dass Studierende nicht nur EmpfängerInnen, sondern auch GestalterInnen von Reformen sind in unserer Wahrnehmung. So, zu diesem Zweck haben wir uns ein Seminarangebot ausgedacht, das inhaltlich jetzt Sonja Heisenberg vorstellen wird. Genau, das würde dann diese
Blüte unserer Blume, nennen wir sie liebevoll, abdecken. Die Seminare sind das. Wie sieht jetzt so ein Seminar aus? Also ich komme mal zu den Rahmenbedingungen. Wir haben ein Seminar entworfen, was prozesshaft abgebildet wird, also nicht im Blockseminar, sondern was im Semester begleitend läuft. Wir haben das allen Studierenden aller Studiengänge und Semester angeboten. Das haben wir in Rücksprache gemacht mit den Fachbereichen, die ja über das Angebot der Lehrveranstaltungen überhaupt entscheiden. Und versucht, integrierend in die vorhandenen Studienpläne eine Anrechenbarkeit zu finden. Also einen thematischen Bezug, unter dem dieses Seminar laufen kann. Ich sage gleich vorweg, für die Zukunft planen wir sowieso als Thema der Studiengangsentwicklung einen größeren, einen offeneren Wahlbereich und können uns vorstellen, dass in so einem Wahlbereich so ein Seminar verankert sein kann. Die Ziele, das hat meine Kollegin Caroline gesagt, ist auf jeden Fall die studentische Partizipation, aber auch für uns im Team Input zu generieren, und zwar für die Weiterentwicklung solcher Themen wie eben zum Beispiel diesem Wahlbereich. Was haben wir denn eigentlich für Ziele? Also was befähigt dann die Studierenden letztendlich und was nehmen sie daraus mit? Also wir haben anhand einer Vielzahl von Themen, die wir wöchentlich vorgestellt haben, da möchte ich gleich kurz zu kommen, haben wir diskutiert und weiterentwickelt. Also wir haben auf der Grundlage einschlägiger Diskurse, so steht es hier, haben wir diskutiert, weiterentwickelt, eigene Ideen vor allem vorangetrieben. Das war das Ziel dieses Seminars, dass die Studierenden selbst befähigt werden, am Diskurs zu partizipieren. Und dazu gehörte auch, dass Herausforderungen und Potenziale aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden müssen. Also eben nicht nur aus Studierendensicht, sondern auch aus Lehrendensicht oder Verwaltungssicht. Und dass dieser Perspektivenwechsel dann über diese Status- und Fachgruppen hinweg vorgenommen werden kann. Und letztendlich, also um mal den Blick nach dem Studium, also um den da mal hinzulegen, was bedeutet das eigentlich? Also wir wollen befähigen, Veränderungsprozesse zu initiieren. Und das haben wir teilweise gemacht, indem wir inhaltlich und strategisch diese Konzepte vorbereitet haben. Und wir hoffen, dass die Studierenden befähigt werden, auch später im Kulturbetrieb, also in ihrem Berufsleben dann auf Ansätze für Reformierungen zurückgreifen zu können. So, Sie kennen das wahrscheinlich, diese Learning Outcomes, die sind immer ziemlich abstrakt. Was heißt das jetzt konkret? Die Aufgabe im Seminar war, anhand der Inhalte selbst Ideen reifen zu lassen, dann eine Einzel- oder Partnerinnenarbeit zu erstellen. Und das konnte sein, ein Video, eine PowerPoint-Präsentation, ein Format nach Wahl. Und in diesem Format soll es darum gehen, was hast du konkret für eine Idee für unsere Hochschule der Zukunft? Was stellst du dir darunter vor? Und jetzt komme ich dazu, wie das eigentlich mit Inhalten unterfüttert wurde. Also um welche Inhalte ging es da eigentlich? Sie sehen jetzt hier die 11 Sitzungen. Das war ein kurzes Semester im letzten Sommersemester. Eigentlich haben wir erstmal recherchiert. So sind wir auf die Themen gekommen. Womit beschäftigen sich Hochschulen? In welchen Diskursen sind die gerade? Und Sie sehen unter Sitzung 6, das haben wir heute auch schon häufiger gemerkt, Digitalisierung ist so ein vorherrschendes Thema momentan. Aber eben nicht nur, auch Rollenverständnisse, gerade an unserer Musikhochschule und an Musikhochschulen allgemein, sind ein spannendes Thema, weil wir ja in dieser Hochschulform den Einzelunterricht haben. Also da sind wir im direkten 1-zu-1-Kontakt Lehrende, Studierende. Und da kann man viel hinterfragen und feedbacken zum Rollenverständnis. Wir haben uns beschäftigt mit studentischer Vielfalt, mit Studienorten im Vergleich. Sie merken, ich nehme nur so ein paar Aspekte raus. Mir ist wichtig, dass rüberkommt, wir haben eine möglichst breite Palette angelegt. Und wie sah das jetzt aus in den einzelnen Sitzungen? Zumeist hatten wir zu diesen großen Themen jeweils einen Gast. Und wir haben diese Gäste gebeten, mit einem Mission Statement, also über ihre eigene Hochschule für die Zukunft, über ihre eigene Idee zu berichten
um dann gemeinsam mit den Studierenden mit dieser Person in die Diskussion zu kommen. Und wir haben zu diesen Themen jeweils Input gegeben, den haben meine Kollegin und ich aufbereitet. Wir haben aber auch die Studierenden Input geben lassen, insofern sich die Studierenden da auch sicher mitgefühlt haben und Input geben wollten. Das muss ich sagen, kann ich schon vorwegnehmen. Ich bin gespannt, ob unsere beiden Studierenden, zwei von denen, die da waren, sehen Sie hier auch schon mit den Videokacheln. Hallo ihr beiden. Bin gespannt, ob die das so bestätigen. Wir haben keine Vorlesungen gemacht. Wir haben miteinander Inhalte erarbeitet und mit diesen Gästen diskutiert. Und in der letzten Sitzung haben dann die drei Studierenden wunderbare Präsentationen vorgestellt. Da komme ich jetzt gleich kurz zu. Genau, vielleicht fällt Ihnen schon eine Frage ein, merken Sie sich gerne für gleich die Frage. Ich komme jetzt einmal zu dem, was ist denn dabei rausgekommen nach diesem Pilotseminar? Wir haben insgesamt drei Präsentationen bekommen, also wurden erarbeitet auf Grundlage dieses Seminars. Einmal von der Studierenden Julia Löffler, die hat über die studentische Mitbestimmung an der Hochschule für Musik referiert. Das war ein sehr ernüchternder und dennoch umso interessanterer Beitrag, denn auch die Musikhochschule hat mit der Beteiligung von Studierenden in den studentischen Gremien zu kämpfen. Und Sie lesen es hier, es ging um den Akquirierungsbedarf in Hochschulgremien. Und was ich auch noch unbedingt erwähnen möchte, diese drei Präsentationen, das gehört jetzt eben auch zur Vorstellung, die haben auch alle Anklang gefunden an wiederum übergeordneteren Sitzungen in der Hochschule. Also Frau Löffler, Julia Löffler hat die Möglichkeit bekommen, diese Präsentation im Senat der Hochschule vorzustellen. Die zweite Präsentation, die hat Benjamin Just Meyer zu Bakum gehalten und der hat sich seinen eigenen Studienplan vorgelegt und überlegt, was müsste eigentlich besser sein, was könnte immer noch ausgebaut werden und was würde mir helfen, für mich einen individuellen Weg durch diesen Studienplan zu gehen. Also was müsste angepasst werden? Und auch Benjamin hat diese Präsentation, diese Ideen einbringen können, und zwar direkt da, wo es quasi hingehört, in den Fachbereich. Also soweit ich weiß, Benjamin, vielleicht kannst du gleich kurz berichten, hast du das sogar auch schon präsentiert. Und eine weitere interessante Präsentation hat Bjuri Anna Choi präsentiert, und zwar geht es darum, kann ich nicht ein Modul, und zwar mit pädagogischen Inhalten für jeden Studiengang ansetzen. Was wären davon die Vorteile und Nachteile? Und auch diese Präsentation ist eingegangen in Überlegungen zu eben den Themen der Studiengangsentwicklung, die wir haben. Ja. Wir haben dann nach diesem halben Jahr, nach diesem Semester, haben wir das Seminar evaluieren lassen. Dabei kam heraus, dass es erfreulich wäre, also der Wunsch der Studierenden wäre, wenn unter den Gästen noch viel heterogenere Meinungsbilder hervorkommen. Also wenn die Haltungen vielleicht auch noch mehr Diskussionsstoff bringen. Das stellt uns auch vor eine Herausforderung, weil wir gucken ja vorher nicht unbedingt in die Köpfe und wir suchen ja auch nicht, bisher jedenfalls nicht, unsere Diskussionspersonen ein. Aus nach, wer vielleicht eine gegenteilige Meinung hat. Und das ist ja auch, wie gesagt, individuell. Auch kam heraus der unbedingte Wunsch nach Verstetigung. Und den haben wir uns, also dem Wunsch haben wir uns auch angenommen. Und wir haben uns darauf verständigt, dass wir das Seminar jeweils im Sommersemester anbieten dürfen. Und das hat auch den Hintergrund, dass wir die interessierten Studierenden dann jeweils im Sommersemester zusammensammeln können. Denn so ein partizipatives Format an der Musikhochschule ist sehr innovativ und bisher es wäre noch Luft nach oben mit den Anmeldungen und mit den Interessierten unter den Studierenden.
Für Frau Schmidt-Weidmann und mich war das also auch für unsere tägliche Arbeit der Studiengangsentwicklung sehr gewinnbringend. Und das möchte ich so resümieren und bedanke mich jetzt ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sind ganz gespannt auf die Fragen, die vielleicht kommen. Und ich würde das, die Zeit, die wir haben, nutzen, um vielleicht Benjamin und Bjuri kurz zu bitten, decken sich eure Erfahrungen mit unseren? Könnt ihr das beantworten? Willst du anfangen oder soll ich? Fang bitte an, hier laufen gerade zu viele Leute rum, ist ein bisschen laut. Ja, ich kann da auf jeden Fall nur zurückmelden, dass es auch für mich sehr gewinnbringend war, dieses Seminar. Und es ist auch, also das, was auch gerade geschildert wurde, dass ich auch mein Thema in einer anderen, größeren Runde in der Hochschule vorstellen konnte. Das war großartig, weil somit hatte man das Gefühl, dass man auch was Wirkliches beigetragen hatte. Nicht nur im Seminar diskutiert und verschiedene Einblicke bekommen, sondern dass man auch wirklich aktiv geworden ist durch das Seminar im Hochschulleben und in der Hochschulpolitik und in der Studiengangsentwicklung. Ja. Danke, Bjuri. Ja, ich hoffe, es ist ein bisschen ruhiger hier. Ich sitze auf dem Flur in der Schule, sorry. Ja, also für mich war das Neue, dass es einen bewussten Gesprächsraum gab für genau dieses Thema, in meinem Fall jetzt besonders Studiengangsentwicklung, wie verändere ich meinen eigenen Studiengang. Die Partizipation war für mich und auch für Bjuri, auch für Julia, eigentlich für alle SeminarteilnehmerInnen nichts Neues. Wir sind alle in den Studentengremien der Hochschule. Aber man braucht dann doch GesprächspartnerInnen und irgendwie manchmal Stoffe, Input. In diesem Fall habe ich zum Beispiel meine Präsentation und auch die Überlegung, ob ich den Studiengang verändern wollen würde, zum größten Teil darauf gestützt. Kann man mich noch verstehen? Ja, tut mir leid. Zum größten Teil darauf auf ein Modell gestützt, was eben aus der Studiengangsentwicklungsabteilung, namentlich den beiden Damen und unserem Prorektor Wolfgang Thiemann gekommen ist. Und vielleicht wäre ich auf die Überlegungen von alleine gekommen, aber eben diesen Input zusätzlich zu haben und diesen Raum, in dem man das dann auch erarbeitet, das war sehr gewinnbringend. Danke, Benjamin. Wie ist das denn mit unserer Audience? Ich sehe hier 26 TeilnehmerInnen. Haben Sie Anmerkungen oder Fragen an uns? Alles total selbsterklärend scheinbar. Im Chat, Caroline, ne? Willst du? Jetzt sehe ich es auch. Okay. Wie groß ist die Chance, Entwicklungen aus dem Seminar tatsächlich in eine Weiterentwicklung des Curriculums zu implementieren? Also die größte Chance bei uns ist, dass es eine kleine Hochschule ist. Ich glaube, das ist der große Vorteil und dass die Gesprächskultur sich öffnet, auch durch diese neue, jüngere Abteilung Studiengangsentwicklung. Du ergänzt mich bestimmt noch, ne? Ja, ich würde sagen, es hängt auch vom Thema ab. In dem Fall hatten wir drei Themen, die wirklich eigentlich so den Zahn der Zeit auch getroffen haben, die wirklich auch eine Lücke geschlossen haben, die auch in anderen Bereichen schon angesprochen wurde. Und deswegen sind das alles drei Bereiche, die wirklich auch dann ja sehr ausgiebig weitergetrieben werden können, sage ich jetzt auch mal. Also die Pädagoginnen beispielsweise, die waren schon länger, haben die sich mit dem Gedanken getragen, so ein Modul Pädagogik mal zu entwickeln. Und Bjuri hat dann zufälligerweise einen Vorschlag gemacht, der eigentlich genau in diese Lücke passte. Genauso wie Benjamin, der hat ja in dem Fall einen Vorschlag weiterentwickelt, den wir schon vorab erarbeitet hatten. Also hat sich im Prinzip in diesen Prozess der Entwicklung in einem zum Wahlbereich eingebracht.
Und deswegen war das eigentlich in dem Fall nicht schwer. Ich könnte mir aber vorstellen, zu anderen Themen wäre es vielleicht ein bisschen weniger naheliegend gewesen, aber in dem Fall war es eigentlich total leicht. Benjamin, ja? Und es hängt, glaube ich, auch sehr stark vom Zeitpunkt ab. Also jetzt gerade ist der Zeitpunkt recht günstig, weil wir am Anfang einer 6-jährigen Studiengangsreform stehen, beziehungsweise ein Jahr ist, glaube ich, schon um. Aber das wäre 2 Jahre schon. Aber das wäre in vor 5 Jahren wäre bestimmt weniger eingegangen und in 6 Jahren wird es bestimmt auch wieder schwieriger, weil dieser Apparat Hochschule sehr träge ist und sich zumindest in Detmold das Curriculum nicht jedes Semester ändert. Nächste Frage, soll ich die auch mal vorlesen? Mhm. Hat sich eine große Zahl der Studierenden mit kleinen Blöcken wie neuen Modulen beschäftigt oder gab es auch Personen, welche sich mehr mit dem Weg dahin, mit dem Change befasst haben? Also wir hatten den Change als ein Seminarthema. Da hat uns die Qualitätsmanagerin der Hochschule besucht und wir haben wirklich über Organisationsentwicklung und Strategien gesprochen. Und das nimmt auch direkt Bezug auf die Frage davor, wie groß ist die Chance? Und zwar ist sie umso größer, je mehr Verbündete ich finde für mein Thema. Also es ist eine total kommunikative Sache, Change an Hochschulen hervorzubringen. Im Seminar selbst ging es weniger häufig um wirklich neue Module. Wäre ich auch gespannt, was die Studierenden dazu sagen. Wir haben auch mal darüber diskutiert, wie würde so ein Wahlbereich mit Modulen aussehen? Wie könnte ein Modul Digitalisierung aussehen? Und das Pädagogikmodul, was Fiori weiterentwickelt hat oder überhaupt gemacht hat. Also ja, eigentlich schon. Aber vor allem auch der Vorschlag, die Präsentation, die Julia Löffler gemacht hat zu den studentischen Gremien und dem Akquirierungsbedarf, das würde ich tatsächlich auch sehr in diese Change-Thematik einordnen, weil man sich da wahrscheinlich auch noch mehr Gedanken dazu macht, wie man das implementiert und in diesen Prozessen noch mehr beschäftigt, als wenn man sich thematisch mit Modulen auseinandersetzt, wie jetzt im Fall von Benjamin und Juri. Genau. Ja, dann switchen wir mal rüber zu den Q&A, da gibt es auch noch. Ich finde es spannend, wie haben Sie das Seminar beworben, wie viele Studierende haben teilgenommen? Genau, das ist eigentlich, kann man sagen, das war eine große Herausforderung. Mhm. Man muss dazu sagen, wenn man die Strukturen an Musikhochschulen, wenn man sich die vor Augen führt, die sind schon etwas anders als an Universitäten, die sind viel fester, viel weniger offen für neue innovative Projekte. Die Strukturen sind sehr klar. Das sind ganz, ganz klare Seminare und Lehrveranstaltungen, die da besucht werden müssen. Es gibt relativ, also vergleichsweise zu Universitäten, wenig Wahlmöglichkeiten. Und das war auch das Problem, weil man nicht einfach sagen könnte, man ergänzt das in einem bestimmten Bereich, wo man das zur Wahl stellt. Es gab im Prinzip wenig Möglichkeiten, das tatsächlich in den Strukturen irgendwo auftauchen zu lassen. Wir hatten dann so einen Bereich mit Mentoring, Tutoring. Das passt jetzt nicht so ganz, aber das war so der einzige Bereich, den wir finden konnten, um dieses Seminar eben auch anrechenbar machen zu lassen. Den gibt es aber noch nicht mal in allen Studienordnungen und deswegen hatten wir wirklich auch das Problem, den Studierenden das auch wirklich anrechnen lassen zu können. Es ist auch in Bezug auf die Studierendenzahl, es ist eine relativ kleine Hochschule, jetzt im Vergleich zu Universitäten, muss man schon mal sagen. Und im Musikstudium ist es tatsächlich so, dass es ganz, ganz viele Seminare gibt, die in extrem kleinen Gruppen stattfinden. Deswegen nicht erschrecken, unser Seminar fand auch nur in Anführungszeichen mit 3 Personen statt. Das ist aber keine wirkliche Besonderheit an Musikhochschulen. Da gibt es auch Seminare, die ständig eigentlich durchweg nur mit 1 oder 2 Personen tatsächlich stattfinden. Deswegen waren wir jetzt da eigentlich nicht so ganz erschrocken drüber, aber es ist natürlich schon die absolute Untergrenze. Also wir würden uns tatsächlich mehr wünschen und das ist auch ein Seminarangebot, was definitiv auch davon profitieren würde, wenn noch mehr Studierende kommen würden.
Aber wenn es da irgendwie aus der Audience noch Tipps für uns geben würde, wie man das irgendwie noch besser bewerben kann. Also wir haben es zu der Bewerbung, habe ich noch gar nichts gesagt. Ne? Sonja, möchtest du kurz dazu was sagen? Da haben wir uns auch viel Gedanken drüber gemacht. Ich kann einen kurzen Einblick geben. Und zwar sind die größten UnterstützerInnen an Musikhochschulen tatsächlich die Lehrenden, die die Hauptfächer unterrichten. Und die haben wir vorher angesprochen. Die haben wir, gerade die, die uns bekannt sind. Also wir haben das über, ja, über Dritte beworben. Wir haben das aber auch über den AStA beworben und, tja, ist schon ein bisschen länger her, Caroline, aber im Grunde dafür gesorgt, dass jede studierende Person mindestens eine E-Mail bekommen haben muss. Was auch einhergeht vielleicht mit der nächsten Frage, und zwar fragt Frau Heiner, ob es ein Studiengangsentwicklungszentrum sei oder projektbasiert oder langfristig etabliert. Also mit dieser neuen Etablierung machen wir auch für die Studiengangsentwicklung Öffentlichkeitsarbeit. Da haben wir das Seminar auch beworben. Und Caroline, ich würde einfach zu der Frage übergehen. Gerne. Das ist zunächst projektbasiert. Und zwar dockt das an auch die Digitalisierungsstrategie von Musikhochschulen, soll aber auch Studiengangs- und Lehrentwicklung umfassen. Und natürlich hoffen wir, das kennen Sie alle an Hochschulen, dass sowas langfristig etabliert wird. Nicht nur das Seminar, sondern auch eben diese Stellenfortführung. Weil Studiengangsentwicklung in Hochschulen, das geht nicht in kurzen, befristeten Zeiträumen. Gerade wenn man alle mitnehmen möchte, also partizipative Prozesse, die dauern an. Jetzt gehe ich mal wieder oben zu plaudern. Da sind, glaube ich, auch zwei neue Nachrichten. Ah, jetzt fragt Frau Heiner euch, Büri und Benjamin, wieso habt ihr euch entschieden, das Seminar zu machen? Ich habe das Stichwort Studiengangsentwicklung gesehen, das Seminar, und aber vielleicht sollte man direkt zu Beginn sagen, wir drei, also die KursteilnehmerInnen, sind auch die drei, die sehr aktiv sind in der Hochschul, in der Hochschulpolitik und so weiter. Mir persönlich war, also es gab viele Dinge, die ich ändern wollte, auch generell an dieser Hochschule und Curriculum. Und als ich das Seminar gesehen habe, fand ich das sehr interessant, wusste aber nicht ganz genau, was da auf mich zukommt. Und habe da, glaube ich, so Robinjamin mit reingeschleppt. Ja, das war einfach das Stichwort, und es laufen parallel noch andere Sitzungen an unserer Hochschule zu der Studiengangsentwicklung, und ich nehme auch an denen teil, und insofern war das sozusagen so ein bisschen Hand in Hand mit dem Seminar. Genau, das sind diese Gruppengespräche, die ich angedeutet habe. Genau. Ja, ich habe mir einfach vorgestellt, dass es relativ nützlich sein kann. Also es gibt viele Personen, über die komme ich im Fachbereichsrat oder jetzt auch als AStA-Vorstand zwar immer wieder mit in Kontakt, aber hier gab es ganz dezidiert 1,5 Stunden mit einer Person für ein Feld dazu zu sprechen, sich Sachen zu überlegen, und die Person war auch nicht, also ich treffe den Rektor häufiger mal, aber immer zwischen Tür und Angel, und einfach mal auch dieses Format zu haben, hilft, eigene Ideen zu strukturieren. Das war so ein Grund für mich. Ja, und Langeweile. Danke für deine Ehrlichkeit, Benjamin. Mit Blick auf die Uhr und weil jetzt keine Frage mehr hier steht, nutze ich mal die Chance und teile in diesem Chat unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns nämlich total auf Austausch mit den anderen aus der Audience, die jetzt so langsam auch schon verschwinden in andere Formate. Und dann gebe ich nochmal ab an Caroline. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für den Austausch und das Gespräch. Und wir freuen uns, hoffentlich auch in diesem Sinne weitermachen zu dürfen mit den Studierenden und die Partizipation weiterzutreiben und zu erhöhen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Genau. Und vor allem an euch, Benjamin und Juri. Ganz vielen herzlichen Dank auch meinerseits für die rege Diskussion und für Ihren Vortrag. Und dann beende ich jetzt unsere Session und schicke Sie dann in den Lobby und wünsche Ihnen ganz, ganz viel Spaß noch beim Let's Talk Campus Festival. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.